Hallo, hier ist Rolf mit Tesla on the West. Heute ist der letzte Tag unserer kleinen Tour nach Sedona. Und wir haben schon ausgecheckt aus dem Hotel. Gestern waren wir im Hotel geblieben und der Chef hat da was vorbereitet. Tolles Hotel, toller Chef von dem Hotel. Wirklich gut. Und der Chef heißt eigentlich der Chef Koch. Und der war auch zugleich der General Manager, also der Hauptmanager von dem Hotel. Und jetzt fahren wir nochmal durch hier rum, durch die Berge und ihr seid dabei. Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. So, auf geht's den Berg hoch. Da oben ist ein J zu sehen, also ein J zu sehen. Weiß ich nicht, ob ich das hier nochmal zeigen kann. Aber, warte mal, kommt das jetzt? Das kann man nicht sehen. Ah, hier kommen schon die ersten Motorradfahrer. Ja, das ist natürlich eine schöne Motorradstrecke. Und auf geht's, wir haben einmal mal. I've been hypnotized by you, hey. All the suffering and pain got me feeling so blue. Cause when it was us, I was never enough. Girl, you got me thinking I was messed up. Pushing me down instead of pulling me up. So tell me what I'm supposed to do just to be alright. Girl, you got me thinking I was messed up, yeah. To do just to be alright, girl. You got me thinking I was messed up. Yeah. So tell me what I'm supposed to do just to be alright. Girl, you got me thinking I was messed up. Also in der Stadt hier in Jerome, da hat man früher Kupfer gewonnen. Und zwar war das eine Mine. Unter dem Grunde, also nicht hier, in die meisten Minen hier in Arizona sind über Grund und das war eine unterirdische Mine. Und in der Mine, da gab es damals, wo sie hier das alles gefördert haben, das Erz und den Kupfer, gab es natürlich nicht so viele Vorschriften Richtung Gesundheit und Sicherheit. Und in der ganzen Stadt, während der ganzen Zeitraum, wo sie das Erz gewonnen haben, sind 30.000 Leute gestorben. Und in diesem Hotel, das kommt am Ende, dieses Grand Jerome Hotel, das war mal ursprünglich ein Hospital, also ein
Krankenhaus gewesen. Und in diesem Krankenhaus hat es dann am Ende 30.000 Tote gegeben, weil, naja, früher gab es noch kein Penicillin, die konnten die Leute, oder Antibiotika, die konnten die Leute, wenn die auch kleinere Verletzungen haben, wo dann Schmutz in die Wunde gekommen ist, die konnten die es dann Leute nicht mehr retten. Und im Bergbau hat man ja viel, früher viel Unfälle gehabt. Und ja, und dann kam der Eindruck von Ghost Town oder Geisterstadt und so weiter, und dass der Geister noch im Hotel sei. Also das sind so das Gerede darüber. Ja, und dann ist irgendwann bei den Hippies die Stadt wieder zum Leben erweckt worden. Die haben die Stadt wieder entdeckt, vor allen Dingen, weil es ja im Sommer hier ist auch kühler. Wenn man hier hochfährt, da waren es dann auf einmal nur noch 30 Grad, anstatt unten weniger als 30, als 27, so 27, 28 Grad, und während es dann unten viel heißer war. Und deshalb ist das denn, wird das oft das genutzt für Motorradfahrer, weil es ja sehr geschwungene Straßen sind, hier lang zu fahren. Und wir haben Motorradtruppen getroffen, zwei. Eine mit so Rennmotorrädern und eine, die so eine Art, ja, Harley, Indian Motorcycle, BMW, die hier gemütlich lang fahren wollten. Ja, die machen hier so eine Tour hier durch. Und es ist natürlich eine schöne Tour hier durchzufahren. Pushing me down instead of pulling me up. So tell me what I'm supposed to do just to be alright. Girl, you got me thinking I was messed up. Ich habe mal gefragt, ob meine Frau hier Full Self Driving oder Autopilot anschalten wollte. Wir sind jetzt 6000 Fuß hoch. Wir steigen immer noch. Geschwindigkeit so 20 Meilen. Das sind 32 Kilometer in Kurven und dann sehr geschwungene Kurven. Und dann bis zu 30 Meilen. Das sind 50 Kilometer. Aber das ist schon das Maximum hier. Und es geht hier richtig die Berge hoch. Und es geht aber auch hier richtig runter, wenn hier nicht. Manche Stellen sind keine Begrenzungsschützer hier an der Straße, und da geht es richtig ab. Da geht es richtig tief runter. Also sagt mir mal in den Comments, ob ihr hier Full Self Driving FSD einschalten würdet. So tell me what I'm supposed to do just to be alright. Girl, you got me thinking I was messed up. Bevor wir überhaupt ganz nach Hause fahren, fahren wir hier nochmal durch den Prescott Nationalwald. Wir besuchen hier einen Freund, da wollen wir natürlich was machen. Das ist ein späterer Beitrag, der da kommt. Der wohnt hier, sehr viel Wald hier. Prescott ist so 5500 Fuß hoch. Ich glaube, das sind so ungefähr 1500 Meter. Und da gibt es noch mehr zu sehen. Und jetzt habt ihr mal ein ganz anderes Bild, viel mehr Pinienwald, also Kiefer, und ist schon ganz schön hier. Wir haben uns hier auch schon mal umgeguckt. So Leute, wir sind jetzt wieder in der Wüste zurück. Die Wüste hat uns zurück, und es ist auch wieder ganz stark an den Temperaturen zu merken. Es war so schön bei den 6500 Fuß da oben im Wald.
da und auf der rechten Seite von uns, von hier, von dem Highway, da ist ein Semiconductor-Werk, das ist ein Taiwanese Semiconductors, also Platinen, Chips, die herstellen, Elektronik-Chips. Und die herstellen, die haben den ganzen Parkplatz mit Solarpanels abgedeckt. Und die produzieren ihren eigenen Strom, ja. Und die müssen ja permanent mit Strom versorgt sein und da dürfen keine Spannungsschwankungen sein und so weiter. Und weil das nicht gut ist bei der elektronischen Verfertigung von Platinen. Und ja, die machen es clever. Die haben es gleich von vornherein gleich. Die haben wahrscheinlich auch noch einen Backup-Power und nicht nur die Solarpanels. Aber das war schon klar. Das war schon intelligent. So, und jetzt sind wir auch bald zu Hause. Wir werden es dann auch machen.